Willkommen zurück zu Death Stranding. Ich bin euer Firobo und wir kraxeln jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Wo war meine Kletterausrüstung? Ja. Ja gut, nicht richtig gegangen. Nehmen und auch das denn. Deswegen ist es ein bisschen was an, ne? Abkürzung für uns. Er soll es auch, Sam. Komm schon, Sam. Mach ihn. Wie an manchen Fall der Ding einfach hängen bleibt. So. Haben wir es? Haben wir es? Oh, guck mal, nee, das ist doch kein Seil. Warte. Dachte gerade. Ich da hochklettern auf, was so. Oder. Muss eine Leiter auspacken. Ich muss echt eine Leiter auspacken. Wer eine Leiter? Eine haben wir. Wow. Oh, das ist noch schön. Ne? No? Oh ne, das ist eine tote Krabbe. Da liegt hier eine tote Krabbe. Oh, da haben wir den Weg nehmen können. Ne? Da hängt es jetzt hier einfach so ein bisschen. Ups. Warte, ist jetzt hier wieder GDs? Wie die? Ja, wie oft sind denn hier GDs? Okay, ich brauche hier lang. Oh, vielleicht kann ich hier lang. Oh, vielleicht kürze ich wieder ab. Zack, meins. Als wir scannen, ist der Patter-Patter noch da, ja. Mal ein bisschen Metall, das mitnehmen könnten. Welche Straßenbau nutzen könnten. Ist er doch jetzt eingeschlagen? Aber wie gerne ich jetzt hier so ein Frachtding, wo ich mich rumschießen könnte. Warum ist schön? Ach, da unten müsste ich. 500 Meter in die Richtung. Ja, leider sind hier auch GDs wieder. Ach, hat mich schon mal gesehen? Können wir ja. Okay, noch eins. Noch eins. Lasst los. Loslassen. Auf Sam. War ein Herzinfarkt erlitten oder was? So, zippeln wir mal. Zack. Wieder gut pissen. Jetzt gerade gar nicht, wo ich hier rauskomme. Ich höre die Spinnen. Das neue kann ich einsammeln. Na, ganz gut. Uiuiui. Vorsicht, Sam. Wo bin ich? Ah, ich bin hier, okay. Dann komme ich ungefähr auf der Route. Okay. Ah, da war meiner, den ich zurückgelassen habe, ne? Ja. Ein bisschen ab wie ich. War in der Hoffnung, dass ich hier weniger Probleme habe. Sag ich mal. Hoffentlich. Ich hab keinen Bock auf GDs. Die sind nur nervig. Also schon die ersten Gebäude.
Das soll jetzt vielleicht aufhören mit den GDs, oder? Da haben sie jetzt hier alles geliefert. Warum auch immer. Jetzt müsste doch eigentlich. Irgendwie sein, ne? Ja. Passt da. So. Gut. Wahrscheinlich davon den ganzen Weg dann am Hochlatschen und dann wird zum Hardman kommen. Zack, zack. So, endlich wieder Safe Space. Raus aus dem Schnee. Haben sie mal eine Waffe geklaut? Ne. Wieso? Macht das Spiel das jedes Mal? Frage ich mich. Moment, erzähl es mal meine Einstellung hier. Ich hätte gerne meine Sachen so wie ich will. Ach, ein bisschen schwarze Soße ist da mal noch, okay. Aua. Ups. Mitnehmen. Danke. Ist das Mama? Nee. Okay. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Nein. ID wird geprüft. Dann nochmal eine ID. Wachen. Nein, ich schon lange Scott. Dann hätten wir das. Oh, jetzt war wieder so viel Zeug, was gehört. Ah, Konstruktionsmenü. So, was nehmen wir denn? So, so. So, Schirale, Kristalle kann man nochmal spenden hier. Zack. Das gefällt den Leuten, ne? Sehr schön. Finden sich dann wieder auch. Gedäß. Nerviges Gebiet. Jetzt fühle ich mich direkt wieder leichter. So, dann leuchte ich so. Willkommen, Sam Porter Bridges. Mhm. So. So, ich habe ja noch eine verlorene Lieferung. Das war das, genau. Bitteschön. Gib mir ein paar Likes dafür. Danke, Sam. Oh, bitte. Ohne dich. So. Oh, Sturmgewehr Stufe 3. Oh. Nice. So. Weißt du, wir waren die meiste Zeit auf uns gestellt. Aber seit dem UCA beitritt, können wir mit Menschen von überall her kommunizieren. Warum erzählt ihr mir das jetzt bei so einer billigen, verlorenen, gekannten Fracht? Junge, was erzählst du alles? Ich hab nur ein bisschen Zeug gebraucht. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Ja, ich will. Achso, mein Roboter. Oh, Sachen sind immer angekommen. So. Auftrag für Sam, liefern. Zum Bergsteiger. Junge, warum kommen wir jetzt. Warum kann ich einfach hier zum Hartmann nicht gehen? Ah, geh mal zum Bergsteiger, ja. Meine Güte, so Leitern. Nehme ich nochmal zwei. Ne, eine Leiter nehme ich mit und nochmal ein Kletterding. Würde ich sagen, so ein Dings haben wir auch noch. So, zack. Brauche ich auf jeden Fall nicht gerne eigentlich ein. So, sind beide mit Akkus. So. Zack, zack. Zack. Sehr schön. Gut.
Das dann wird nicht geputzt, gewaschen. Es wird weiter geklotzt. So. Windeeinrichtung, nee, damit das Spiel besser führt. Bibi kümmert sich also darum, ob wir hier verbunden sind oder nicht, oder wie? Hallo Jungs, was geht ab? Bitte dranbleiben. Oh, die wollte ich nicht anders geben, ich wollte nicht. Ja, ich hole die Likes rein. Schön. Und da gibt's mir dafür. Gut, Granaten, danke. Waffeneinschränkung aufgehoben. Sie haben jetzt auch noch was angeboten oder wie? Oh. Ja, ich will. Kann ich die eigentlich jetzt überfallen? Mal ganz doof gefragt. Ich auch noch was interessant zu wissen. So, wir müssen. Ach, da. 800 Meter und dann so. Richtig schön steil nach oben. Nice. Sind jetzt bei diesen komischen Dingern jetzt GDs oder was? Nochmal nicht. Chemikalien. Ja, Leute, wir nutzen meine Straße. Ja, schon wenn meine Straßen irgendwie fertiggestellt werden würden. Okay, hier sind echt GDs. Warum wundere ich mich eigentlich? Warum wundere ich mich eigentlich? Ist überhaupt der schnellste Weg hier hin? Ach, hätte ich wohl schon, ne? Oh, versuchen wir unser Glück einfach mal. Versuchen wir unser Glück. Was, bitte? So gibt's Power-Modus. Der Power-Modus bringt hier so nix, wenn man überhängen hat. Das Ding verbraucht irgendwie kaum Strom, der Power-Modus ist schon so. Sehr schön. So, dann zu zum Bekannten. Muss noch da. Das sind noch 350 Meter. Okay, ich muss irgendwie da. Da waren wir mal, würde ich sagen, ne? Ich hoffe, ich mich. Das ist die Wahl, was ich hier habe. Bin schon da? Ja, ich bin ja schon da. Hat nicht mal zur halbe Akkuladung gebraucht. Ah, cool. Scan wird gestartet. Regis ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Sehr cool. Dann habe ich das gebraucht. 5 Minuten. Oh, hier, bitteschön, eine Fracht. Nur damit du mit unserem Netzwerk beitrittst, nur damit ich noch mehr Nebenmisse machen muss. Nur damit das Spielzeit, die Spielzeit noch länger ist. Fracht wird geliefert. Vielen Dank. Ich habe ihr die Medizin gegeben. Und
Du hast die Medizin gegeben, okay. Ja. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Sehe ich das irgendwo? Nee, ne? Schade. Ich habe ein. Wow. Hey. Elite-Transporteur sind wir jetzt. Verschiedene Klasse 50 Stück. Wer hat jetzt mehr Likes? Ist. Brauche ich ja eh. Ich habe Unmengen an Likes brauche inzwischen. Sie sagt, sie fühlt sich schon besser. Aber ich mache mir nichts vor. Sie wirken schnell, aber sie braucht viel mehr als Antibiotika, sagt der Arzt. Sie ist schwanger und muss schnellstmöglich untersucht werden. Bitte, du musst für mich den Arzt aussuchen. Er hat so eine Maschine, die vielleicht helfen kann. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Die Verbindung war schlecht. Aber jemand muss sie herbringen. Nimm dir aus dem Regal, was du brauchst. Ach, nimm einfach alles. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Heißt, machen wir Aufgaben, nur damit wir mehr Spielzeit haben und wir nicht direkt. Nix drin. Das ist alles ohne Bibi. Der Kunde verlangt, dass du den Auftrag so schnell wie möglich abschließt. Anders gesagt, deine Bewertung hängt von deinem Tempo ab. Aber denk dran, außerhalb der Netzabdeckung kannst du keine zusätzlichen Gegenstände herstellen. Wähle mit. Die Uhr läuft erst los, wenn du aufbrichst. Also? Ja. Gönn uns einfach alles. So. Ich bräuchte das glaube ich alles gar nicht. Aber ich kann es ja im Mount City zwischenlagern. Auftrag zugewiesen. Immer nicht das hier. Großartig noch. Angesichts des Zustandes der Patientin habe ich für diesen Auftrag ein Zeitlimit gesetzt. Du kannst die Fracht auch nach Ablauf der Zeit noch zustellen, aber tu alles dafür, es vorher zu schaffen. Ich weiß, wir überschütten dich mit Arbeit, aber dein BB kann noch etwas warten. Außerdem sollte es ihm schneller besser gehen, wenn du das chirale Netzwerk vergrößerst. Also über den Weg, wenn man selber nicht gekommen ist, wieder zurück. Würde ich sagen, da bin ich nicht richtig gut durchgekommen. Da ist jetzt noch über das hier rum. Dann ist es schon weiter. Dann ist die Schokolade. Sieht so aus. Und hier beim Mountains Not City vielleicht einen Zwischenstopp machen und dann einfach. Ah, schauen wir einfach mal. Wir werden es schon schaffen. Genau. Ja, da genau die. So, ich muss ja eh schon fürs eh nochmal hier zurück. Ich muss den ganzen Netz anbinden, ne? Schön, dass er einfach stehen bleibt. Ja, danke. Strom kassieren. Dankeschön. So.
zack, zack. Ist eine ist fast eine ebene Fläche, aber Sam muss trotzdem noch mal hängen bleiben. Wer kennt's nicht, ne? So. Hier schon mal. Alles klar, was ich brauche. Zack, Praterspind. Holguns brauche ich nicht. Die Ex-Granaten nicht. Kletterding bräuchte ich. Leute, war schon mal. Beutel brauche ich nicht. Das ist anders, das ist alles mal im Spindhubs. So, hier müssen wir hin. Lastenschere brauche ich nicht. Kletterding, die Blutgranaten brauche ich nicht. So, das brauche ich alles nicht. Anleiter reicht, würde ich sagen. Die Karre reicht auch einer an, eigentlich nur. So. Zack, zack. So. Rüstung erstellen. Nicht tödliche Stufe 3. Ja, ich weiß. Achso, ich. Ach ja, so hier ist der Arzt. Achso, dann Bunker. Okay, Bunker holen und dann wieder zurück. Okay, ich verstehe. Bin ich das jetzt mal hier lang gefahren, dass ich stehen kann? Hier rum, da rum. Hier rum wäre am besten, oder? Okay, ich schon wieder am Fahren. Wir probieren es einfach mal. So, ich werde jetzt einfach nur hier lang kommen, um die Medizin zu holen. Das ist jetzt alles verstanden. Dann komme ich hier lang, da lang. So, das ist jetzt hier ein bisschen holprig, ne? Ja, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das Terminal nutzen muss. So. Da bist du ja. Eben hat sich der Bergsteiger gemeldet. Die Behandlung schlägt nicht an. Wir müssen schnell handeln. Ich hatte gehofft, die Antibiotika würden die schlimmsten Symptome lindern, aber dafür scheint es zu spät zu sein. Eine solche Infektion kann bei einer Hochschwangeren zu unzähligen Komplikationen führen. Selbst wenn sie überlebt, besteht das Risiko von Hirnschäden. Bis zum Hirntod. Bring bitte diesen Biodrucker-Prototyp und dieses Ferndiagnoseterminal für mich zum Bergsteiger. Wenn du über das chirale Netzwerk eine Verbindung zu mir aufbaust, kann ich mit dieser Ausrüstung eine Diagnose stellen und sie behandeln. Über das Terminal können sie ihren Gencode übertragen. Mit ihm kann ich dann einen DNA-Impfstoff für den Druck ausarbeiten. Bis jetzt lassen sich so nur auf Viren und anderen nicht lebendigen Komponenten basierende Impfstoffe herstellen. Aber in Zukunft könnte diese Einschränkung wegfallen. Dir sollte klar sein, dass das empfindliches Gerät ist. Mach es unter keinen Umständen kaputt. Oh, und danke. Oh, und danke, ist das Must. Ja, bitteschön. Gut. Machen wir das. Reicht wieder zurück zum Bergsteiger. Das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, haut rein. Ciao, ciao.